Ich bin Buzz Lightyear. Ich hab euch etwas mitgebracht, denn wir wollen ein wunderbares Pack-Opening heute machen. Dafür habe ich im Laden etwas mega Tolles gefunden. Pokémon verlorener Ursprung. Build and Battle Box. Sponsored by Buzz Lightyear. So, ihr Lieben, wir öffnen diese wundervolle Box. Ich hoffe, ihr seid dabei. Ich freue mich. Ich habe von diesem Set noch nicht so viel geöffnet. Umso mehr freue ich mich, dass ich diese Box öffnen kann. Es werden die zwei Build-and-Battle-Boxen geöffnet und einige öffne ich für euch als Short-Video. Ich hoffe, wir haben jetzt hier Mega-Hits drin, denn die Build-and-Battle-Boxen sind dafür bekannt, dass es dort Mega-Hammer-Hits gibt. Mal schauen, ob wir diese Theorie stützen können oder wir leider etwas Pech haben. Lasst uns in das Opening starten. Da ist sie, die wundervolle Box von Pokémon. Wir gehen mal ein bisschen höher. So, mal schauen, was wir aus dieser wundervollen Box ziehen können. Ach, wieder das Problem, ich krieg's nicht auf. Mal gucken. So, musste gerade mal mit dem Kugelschreiber hier eine kleine Ritze machen. Ich habe es jetzt die letzten Wochen nicht geschafft, weil ich ganz viele Let's Play Videos und auch viel online hier auf Twitch war. Deswegen war es ganz schwierig, aber jetzt habe ich eine dieser wundervollen Boxen kaufen können. Und ich bin richtig, richtig gespannt, denn ich habe bisher nur gute Videos diesbezüglich gesehen und freue mich umso mehr. Die vier Booster öffne ich für euch als Short. Ich überlege mir auch was ganz Besonderes, also seid gespannt, was wir daraus nachher ziehen werden. So, in so einer Build-and-Battle-Box gibt es natürlich die Energiekarten und diese wundervollen Würfel. Und was haben wir noch drin? Ähnlich wie bei einer ETB, nur dass hier noch ein paar Booster mehr enthalten sind. So, wir gehen rein in... Ich bin sowas von gerade... Ihr wisst gar nicht, ich habe wirklich noch gar nicht so viel geöffnet. Deswegen bin ich umso aufgeregter, was ich hier draus ziehen kann. Also ich bin sehr, sehr gehypt gerade. Und ich weiß, es wird immer mehr neue Sets geben. Und ich komme auch langsam nicht mehr hinterher, aber... Das macht nichts. Ich bin Sammlerin. Ich gucke, dass ich das hinkriege. Und umso mehr ihr mich unterstützt, umso mehr kann ich auch für euch öffnen. Das hilft mir ganz, ganz, ganz doll, ihr Lieben. Ah, ich krieg's wieder nicht auf. Das kann doch nicht sein. Was ist denn heute los? Ich bin so aufgeregt, dass ich es nicht aufkriege. Ah, muss ich wieder meine Zähne einsetzen. Ah. Entschuldigung, meine Fingernägel sind so kurz, dass ich das nicht hinkriege. Ach Mensch. Jetzt aber, huch, das war jetzt ein Akt. Die sind aber richtig gut schön verpackt. Das kennen wir aber. Jetzt habe ich ein Stück da drin gehabt von dem Bild in Battleboxen. Ah. Huh, ich bin aufgeregt, Leute. Ich bin aufgeregt. Und wem haben wir? Das wunderschöne Finneon. Aber was wir wollen, ist zu schauen, ob die Pull Rate bei diesen Build-and-Battle-Boxen auch besser ist als in einer ETB. Man kann es so oder so nicht pauschalisieren, aber wir schauen jetzt, was wir aus diesen vier Boostern ziehen können. Ich bin so aufgeregt. Lasst uns rein und als erstes nehmen wir Gardevoir.
Booster lassen sich relativ okay öffnen, würde ich sagen. Ah, den Schmutz, also den Müll, den packen wir nach hinten. Sieht dann eh gleich wieder aus wie, ihr wisst schon, wer Booster öffnet, weiß schon Bescheid. Ich habe jetzt irgendeinen Kartentrick gerade versaut, glaube ich. Oder muss ich einen vor noch? Dann ist es die Vista-Karte, ne? So, das erste Booster. Zaplalek. Oh, das Rokara ist ja süß. Blanas. Und einmal, ach, vielleicht liegt es daran. Für euch bitte. Quapsel. Mirapla, Fukano, Samurzel, Schneckmark, Paragoni und... Oh, das sieht ja mega aus. Guckt euch das mal an. Ich meine, das ist keine besondere Karte, ne? Aber, also, für mich ist die gerade schon sehr besonders, weil hier einfach das Drumherum so toll, so ein tolles Artwork ist. Also... Da hat sich Pokémon was Neues einfallen lassen. Und wenn das noch als Holo ist, mega. So, die Sachen packe ich hier auf meinen Bulkstapel. Und bei dem weiß ich noch gar nicht so richtig, wie der Name ist. Das habe ich irgendwie, vergesse ich den immer. So, jetzt müssen wir mal richtig den Kartentrick machen. Das sind doch vier. Oder toll, bin ich denn... Blöd, was ist denn mit mir los? Ich krieg den Kartentrick nicht mehr hin. Sind es vier oder sind es drei bei denen jetzt? Na gut, wir schauen mal. Arceus, Phone, Meditalis. Das liegt an der Karte hier. Pokémon für euch. Fehlt hier vielleicht eine Energiekarte? Hallo, wo bist du, Fokus? Kann das vielleicht sein? Irgendwas ist hier falsch. Hier fehlt eine Energiekarte, oder? Habe ich wieder den Kartentrick vollkommen verdingst. Relaxo. So chillt er da in der Gegend. Irgendwas habe ich gemacht. Ich müsste mal gleich gucken. Vielleicht liegt es an der Codekarte. Ich bin auch ein bisschen nervös. Vielleicht liegt es einfach daran. Gardevoir. Ach, jetzt kriege ich den Booster nicht auf. Heute geht alles schief, was nur schief gehen kann, würde ich wohl sagen. Wir gucken mal. Das liegt bestimmt an der Codekarte. So, ich habe einfach zu lange keine Booster mehr geöffnet. Deswegen, daran liegt es einfach. So. Bisher, muss ich sagen, hat die Bild im Battlebox hier noch nicht gegönnt. Das finde ich aber schade. Jetzt muss doch mal was kommen. Nebulak. Bitora, Kramurx, Waumpel, Pipi, das sieht ja voll süß aus. Und Choupé und Last Pack, Parasek. Bisher muss ich sagen, noch leider nichts. Das ist für mich bisher sehr enttäuschend, würde ich wohl sagen. Aber wir wissen ja, Last Pack Magic, einmal Daumen drücken. Was? Drück mir die Daumen, bitte! Glücksstrahl ausgesetzt! Lasst uns schauen, ob was uns Glück bringt. Die Booster lassen sich ja immer schlechter öffnen, muss ich mal so sagen. So, damit es nicht nochmal passiert mit dem Kartentrick, das hier ist für euch. Last Pack Magic. Lasst uns die Daumen drücken, dass hier ein Mega-Hit drin. Oh, das sieht so schön aus. Also Pokémon, Daumen hoch für dieses Artwork. Bronzong. Urs. Schalelos. Bronzel. Legios. Quapsel. Mirapla. Oh, das ist das wunderschönste Artwork. Ich muss sagen, für das erste Bild im Battlebox Booster Opening, also für den ersten Teil,
Wunderschön. Dieses Pikachu. Och, ist das süß. Ich wollte das die ganze Zeit. Ich sag mal so, es gibt Artworks, ne, bei diesem Set. Das muss man einfach so sagen. Und dazu zählt dieses. Das lässt mein Herz höher schlagen. Das ist Pikachu. Und das müssen wir direkt schön einsleeven. Da muss ich mal kurz was rausholen. Nö, nö, nö. Nö, nö, nö. Wir sleeven das erstmal hier schön ein in die wunderbaren Arceus. Und dann kommt das später in ein wunderschönes Hardcase. Ah, kann ganz vorsichtig sein. Ich muss, glaube ich, ein paar Perfect Sleeves rausholen. Aber bei denen ist es immer echt sehr eng, muss ich sagen. Und da hat man echt auch Angst. Das ist echt, das ist das schönste Artwork von diesem Set. Also was so richtig schön stimmig, gemütlich ist. So fühle ich mich. So, das erste von den Build and Battle Boxen ist geöffnet. Next one, ihr Lieben. Können wir noch den Mega-Hit ziehen? Oder ziehen wir vielleicht den Mega-Hit aus den Boostern, die ich dann für euch in den Shorts mache? Maybe, maybe. Wir können es nur herausfinden, indem wir es dann einfach ausprobieren. So, das ging ein bisschen schneller. Mal schauen. Da sind die vier Booster, die uns ins Glück führen. Ah, die fühlen sich auch richtig schön an. Ihr fühlt sich einer ganz dick an. Ob das was zu bedeuten hat, das werden wir herausfinden. Also ich bin gerade schon sehr froh über das Pikachu Artwork. Das habe ich auch, glaube ich, gar nicht gezogen bisher. Auch nicht im Japanischen oder sonst wo. So, das ist nochmal für euch. Jetzt kann nichts mehr passieren. Feuer, ihr Lieben. Hoffentlich etwas Tolles, was wir jetzt aus dieser Build and Battle Box ziehen können. Lady. Whiskagott. Zaplalek. Samurzel. Sepea. Medice. Schalelos. Oh, 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 jetzt habe ich einen zu weit. Lingfu. Quappo, der seinen Stein hinaufhebt. Und, ganz vorsichtig, da ist irgendwas. Oh, das, ich sag ja, mit dem Holo-Effekt sieht das schon mega aus. Und dann das Drumherum. Das, finde ich, hat Pokémon gut gemacht. Das würde noch mit so einem, mit einem anderen Foil, mit einem Galaxy-Foil, würde das mega aussehen. Nur ein Tipp an Pokémon. Das wäre eine mega coole Sache. So, jetzt muss ich noch mal gucken, ob wir... Ah, alles fällt hinunter. Ein paar Perfect Sleeves haben. Hätte ich mal vorher rausgelegt. Nein, Moment. Ich habe hier irgendwo welche drin. So. Da sind sie doch, weil die sind ein bisschen besser. Die Perfect Sleeves, da sage ich nur eins, damit macht man auch seine Karten nicht kaputt. Das liegt so schön an. So, haben wir jetzt hier rausgelegt, dann brauche ich beim nächsten Mal nicht so lang. So, next Booster, nächstes Glück. Ach Gottchen, ich will die ja nicht kaputt machen. Das ist ja schwer, die zu öffnen. Boah. Einmal für euch, ihr Lieben. Und Psychoenergie. Das kann doch nur Glück bringen. Schalucko. Sieht aus wie so eine kleine Zwiebel. Lady. Laternecto. Schuppé. Macholo. Pikachu! Das ist wirklich das süßeste Artwork von Pikachu mit der Himbeere, Erdbeere, oder doch Erdbeere in der Hand. Paragoni! Ah,
Mogelbaum. Schuppe nochmal. Und ein Quaxo. Also ich muss sagen, ich habe bei den Wild- und Battleboxen bisher kein Glück. Vielleicht hier drin. Ich würde mir, muss ich ehrlich gestehen, meine Chase-Karte aus dem Set ist Pikachu. Welche Karte ist eure Chase-Karte? Welche möchtet ihr unbedingt ziehen? Das wäre interessant, würde ich mich auch freuen, wenn ihr das in den Kommentaren auch nochmal erwähnen würdet. Ja, so. Also, Pikachu ist meine Chase-Karte, also Pikachu Gold. Die würde ich auf jeden Fall wirklich, wirklich fühlen. Wishu, auch sehr schön. Makuhita. Fritzelblitz. Schuppe. Kramurks. Nicht so schnell. Zapladin. Oh, oh, oh. Rexblisa und Magiana. Mann, wieso haben alle anderen so viel Glück im Booster Opening, nur ich nicht? Ich kaufe die teuren Produkte und habe einfach nur Pech. Ich hoffe, komm, ey, los jetzt, bring mir Glück. Buzz Lightyear. So, ich hoffe, dass dieses Booster jetzt gönnt. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr mir auf Twitch, Jessys Rocket Corner oder YouTube, auch Jessys Rocket Corner und Instagram folgen würdet. Das würde mir sehr, sehr viel helfen. So, wie ist da? Bedeutet das jetzt was oder haben wir Pech? Hinazu. Relikant. Nirgendwo Sauger. Weberack. Lichtel. Ah, meine Hände sind zittrig. Roselia. Wuffels. Ach, Leute. Jurob. Und Skorgo. Und bitte. Ich habe wirklich gar nichts aus dieser Box gezogen. Das ist ja traurig. So, die vier sind ja noch für die Shorts. Aber da ich jetzt so enttäuscht bin, öffnen wir wenigstens einen von den vier. Vielleicht ist da ja das Glück drin. Wir gucken. Und die anderen drei gibt's als YouTube-Short für euch. Einmal bitte. So, hier muss doch jetzt der Mega-Hit sein. Drückt die Daumen. Der Nirgendwo-Sauger. Ob das was bedeutet, dass hier wieder nirgends was ist? Iskala. Barschuft. Rossana. Makuhita. Bronxel. Werkzeugkasten und Parasek. Das kann doch nicht sein, Mensch. Ihr Lieben, da habe ich aber trotzdem zwei tolle Sachen gezogen. Also eine tolle Sache bisher. Pikachu als wunderschönes Artwork. Das muss ich schon mal sagen, ist ein Mega-Hit. Die restlichen Karten werden gleich als Pokémon-Short, also als YouTube-Short, für euch hochgeladen. Und vielleicht ziehen wir dort den Mega-Hit. Da würde ich mich super freuen. Lasst ein Like da, lasst ein Follow da. Ich würde mich so, so riesig freuen. Und ich danke schon für die Leute, die mir jetzt schon auf YouTube und Instagram und auch bei Twitch folgen. Vielen, vielen lieben Dank. Ich wünsche euch einen wunderschönen Dienstag, ihr Lieben.
Bis zum nächsten Mal. Einschalten und Abo dalassen.